Jean-Claude, wir haben heute das Thema weiterhin Klalau Bracha oder Brachot Klalot, so Fluch und Segen. Wir sind ja gewohnt und das ist auch richtig so, dass wir erstmal sagen Segen und Fluch, logischerweise. Schließlich und endlich hat der ewige Gelobse er die Schöpfung geschaffen durch einen Segen, eben Bracha, und darum beginnt ja auch die Heilige Schrift mit dem großen Buchstaben Bet, eben Bet wie Bracha. Und nun, in der Konkretheit unseres Lebens erfahren wir, dass irgendwie das Böse aber dem Guten vorangeht. Man kann machen, was man will, aber irgendwie schafft das Böse immer wieder, sich vorzudrängeln. Und Kain, nicht, aber der große Bruder, der ist aber trotzdem irgendwie, ja, erstmal der Fluch, nicht wahr? Ja, und was mit Esau? Erstmal der große, dicke, naja, dicke ist er nicht gewesen, aber große. Der Mächtige. Und dann kommt der kleine Jakob. Womit hat es zu tun? Unsere Weisen sagen, das muss ja kein Fluch sein, nicht die Größe. Aber es ist so wie bei einem Fruchtbaum. Nicht? Zunächst mal kommt die Schale. Das Äußere. Das ist sichtbar. Danach kommt die Frucht, die dann innen wächst. Und die Hauptsache ist natürlich die Frucht und nicht die Schale. Und der heilige Glaubse, er hat die Ikone Grund dann schließlich die Äpfel ausgesucht als Sinnbild der Früchte der künftigen Welt, nicht? Weil alles essbar ist, sowohl die Schale als auch die Frucht. Toll, ne? Ja, genau. Ja, die gesamte Schöpfung ist so ausgelegt, dass das Äußere als erstes erscheint und dann kommt das Innere. Und die Innerlichkeit ist die Hauptsache. Und so wie bei uns Menschen gibt es den Körper und gibt es die Seele. Und der Körper ist eben das Haus, das Äußere, und dann kommt die Seele, und die Seele ist eigentlich die Hauptsache, und wegen der Seele heißen wir überhaupt Mensch. Ist es wegen dann das Äußere zu vernachlässigen, oder ist das Äußere etwa zu verfluchen? Na, Gott behüt, natürlich nicht. Es geht aber sehr wohl, dass wir das Äußere heiligen, segnen, dass wir es reinhalten, bewahren, beschützen. Ja, das Äußere, der Körper. Der Körper ist der Esel, auf dem reitet der Mashiach. Oder eben deine Seele. Du musst aber aufpassen, denn es könnte sein, dass jemand anderer diesen Körper reitet. Und das ist dann der böse Trieb. Und so geht es immer wieder darum, dass wir erkennen, dass wir Menschen entscheiden, wer uns reitet. Es gibt ja auch in deutscher Sprache diesen Ausspruch, nicht? Ach, jetzt hat mich der Teufel geritten. Und irgendwie stimmt es. Ne? Und so ist es mit der Schlange im Paradies. Ja? Sie war auch so ein Reittier. Und Samuel, der Engel des Todes, der ist der eigentliche Bösewicht, nicht? Der reitet die Schlange. Und die Schlange ist dann so eine Art, ja, der Thronwagen des Bösen, ja. Meine Güte. Amalek, ja, schaut her. Und er sah Amalek und er hob an seinen Spruch und sprach, das erste der Völker ist Amalek und sein Ende zum Untergang. Das erste der Völker. Amalek ist nämlich niemand anderer als Nachkomme von Esau. Der hat nämlich ein Mädchen geheiratet aus dem Hause Ishmael. Und diese Verknüpfung führte zu etwas ganz Bösen. Eben Amalek. Hitler, Nazis, die haben sich ganz bewusst gesehen als Amalek. Ja, es gibt sogar Zitate darüber, wer interessiert ist. Ja, der Hitler hat sich gesehen als der Vollstrecker von Haman dem Bösen, nicht? Was Haman nicht gelungen war, das sollte ihm, dem Hitler, gelingen. Wäre beinahe gelungen. Wow, ne? Darum hat der heilige Glaube sehr geschworen, ja, dass bis ans Ende der Welt Gott Krieg führt gegen Amalek. Darum geht's, ja, dass wir nicht denken, ja, dass wir etwas hassen, lieben dürfen, was Gott hasst. Das ist ein Punkt, wo man die Schurmen am Mashiach vielleicht auch, Gott behüte, missverstehen könnte. Denn er sagte ja, ihr sollt lieben, die euch hassen, und segnen, die euch fluchen. Ja, das ist alles richtig, außer einem Punkt. Ja. Niemand sollte handeln zuwider dem Willen Gottes. Das wäre dann Übermaß. Und genau da sind wir wieder angekommen, bei dem Maß. Ja. Alles hat ein Maß in dieser Welt, außer eine Sache. Das ist die Demut. Ansonsten sogar die Liebe hat ein Maß in dieser Welt, in der künftigen Welt aber nicht. Und diese Liebe, die ohne Maß ist, das ist die Kraft, in der Yeshua Melech HaMashiach dient. Das ist eben, das nennt man groß. Große Liebe ist größer als die Schöpfung. Ja, meine Lieben, das ist mein Thema.
Denn wir wissen alle, dass bestimmte Aussagen von Yeshua Melech HaMashiach uns irgendwie an den Rand der Möglichkeiten bringen, nicht? Wenn man dir auf die rechte Backe schlägt, dann bitte auch die linke Backe an. Und daraus ist eine Ethik geworden in dieser Welt, die man in der Praxis nicht leben kann. Was bedeutet das dann genau, was er gesagt hat? Wie kann man das erfüllen, wenn man dir auf die rechte Backe schlägt? Dann soll ich auch die linke geben. Man muss sich natürlich erstmal fragen, zu wem er überhaupt spricht. Und was bedeutet eben Backe? Yeshua Melech HaMashiach ist ja innerhalb seines Volkes Israel. Und er gründet eine Schar, die den Keim der königlichen Herrschaft darstellen soll in dieser Welt. Yeshua Melech HaMashiach will vermeiden, dass die gute Nachricht zum Krieg führt, zum Bürgerkrieg, zu einem furchtbaren Spaltung im Volk. Und so ist sie auch nicht geworden. Menschen folgen ihm, aber andere folgen ihm nicht. Und diejenigen, die ihm nicht folgen, sind weiterhin seine Brüder. Diejenigen, die ihm nicht folgen, lehnen ihn auch ab, auch aktiv. Er wird auch verraten. Nichtsdestoweniger, wir sind ein Volk. Dieser Punkt, ja, ist ihm ganz wichtig. Einheit über den Schmerz, über die Schmerzgrenze hinaus. Und wir erfahren ja in den Evangelien, dass Yeshua Melech HaMashiach selbst, der geschlagen worden war, ohne Grund. Aber das kann uns allen passieren. Und zwar von unseren eigenen Geschwistern. Also Jude schlägt mich auf die Wange. Er schlägt mich auf die Wange, weil er denkt, dass ich Gotteslästerer wäre. Weil ich sage, Yeshua ist der Mashiach. Und Yeshua Melech HaMashiach warnt mich und sagt, nein, wenn er die auf die rechte Backe schlägt, dann gibt ihm auch die linke. Das heißt, er handelt gemäß seinem Gewissen. Er handelt sogar aus seiner persönlichen Perspektive nach Recht und Gesetz oder denkt, ich wäre gegen das Gesetz und ich bin der Gotteslästerer. Dazu muss man wissen, das Wort Backe auf Hebräisch, Lechi, hat dieselbe Wurzel wie die Bundestafel, Luach. Und es gibt zwei Bundestafeln, die rechte und die linke. Und die rechte Bundestafel, sie regelt die Beziehung zu Gott. Mit der Überschrift, liebe den Ewigen von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Die linke Bundestafel regelt die Beziehung zum Nächsten. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Wenn er dich also schlägt, mich schlägt, auf die rechte Backe, dann ist es sozusagen meine Beziehung zu Gott. Deswegen schlägt er mich rechts. Dann sei fest, das ist der passive Widerstand. Naja, nicht weil ich so heilig bin. Nein, das hat mit Heiligkeit eigentlich an der Stelle wenig zu tun. Aber ich bleibe treu. Und der ewige Glaube, er hat mir gezeigt, dass Yeshua eben doch der Mashiach ist. Und derjenige, der mich schreckt, der ist trotzdem mein Bruder. Also schweige ich, widerspreche nicht. Nicht in dem Sinne, wie kannst du es wagen? Ich bin ja ohne Schuld. Naja, das ist Vorsehung. Ich schaue ihm in die Augen und sage, du hast mich rechts geschlagen. Dann kannst du mich auch links schlagen. Aber ich sag dir was, meine Beziehung zu Hashem wird nicht wanken. Und Yeshua ist der Gesandte Gottes. Und dann schlägt er mich vielleicht auch links. Und dann möge Hashem uns beide versöhnen. So ist es. Und wenn dich ein Soldat zwingt, eine Meile zu laufen, dann laufe zwei. Und wenn du denkst, ach, das ist Nächstenliebe im Sinne von, ich schenke ihm meine Kraft, nichts ist, dann ist passiver Widerstand. Darum geht's nicht, dass ich irgendwas beweise. Nein. Es ist Vorsehung. Der heilige Lobseher hat nämlich unsere Wege kreuzen lassen. Und da ist der römische Soldat, da bin ich. Und er denkt, er kann mich brechen, weil er mir irgendeine Arbeit aufbürdet. Und ich sage dir, kann er nicht. Deswegen laufe ich auch zwei Meilen. Und da wundert er sich, wieso machst du das freiwillig? Und die Antwort ist ganz einfach. Ich denke, dass wir aufgrund der Vorsehung zusammengekommen sind. Und dann gebe ich Zeugnis. Der ewige Glaube ist Gott und Yeshua ist ein Gesandter. Und wir müssen überhaupt nicht gegeneinander kämpfen. Ja, wir unterscheiden zwischen Geist
und Fleisch. Im Allgemeinen sagt man einfach, Rom ist Amalek. Stimmt aber nicht. Ne? Also wir haben die Überlieferung, dass Rom der Ausdruck von Esau ist. Rom, die Rote. So wie halt Esau, der Rötliche auch genannt wird. Und wir unterscheiden zwischen dem Rötlichen, dem Esau, und eben Amalek. Denn Amalek ist ja ein anderer als Rom. Es geht um den Geist. Es geht um denjenigen, der sich bewusst als Feind darstellt. Und eben dort wirkt der Fluch Gottes, aber nicht meiner. Der Heilige Gelose, er hat wirkende Kräfte eingesetzt in dieser Welt. Seine Kräfte, sie wirken die ganze Zeit. Der Fluch wirkt, der Segen wirkt. Und je nachdem, was der Mensch tut, stellt er sich entweder unter den Segen oder unter den Fluch. Und wenn irgendjemand meint, ich bin aber Jeschua-gläubig und auf mich wirkt der Fluch nicht, da irrst du dich gewaltig. Wenn du sündigst, dann stellst du dich unter den Fluch. Und deswegen brauchst du wieder Umkehr. Deswegen möchtest du dann wieder zurückgehen. Deswegen wollen wir erlöst werden, weil es eben tatsächlich den Fluch gibt. Und nicht von Menschen, sondern von Gott. Der Sinn des Fluches von Gott ist die Vernichtung des Fluches. Also der Fluch, der in dieser Welt wirkt, der böse Fluch, das ist eben der Tod. Aber auch dieser Tod wurde erfunden von wem? Naja, von Gott. Ursache und Wirkung. An dem Tag, an dem du isst vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wirst du sterben. Ist das dein Fluch? Seht ihr? Wir dürfen auf keinen Fall mit unseren Maßstäben an die Dinge herangehen, sondern denken, wer das ist, wer das gesagt hat. Der ewige Gelobser, ja. Unsere Aufgabe ist allerdings eben den Menschen auch ein Licht zu sein, den Weg zu weisen, raus aus Ägypten, raus aus der Herrschaft von diesem Fluch, aus der Herrschaft des bösen Triebs, hinein in den Segen. Das ist der Sinn der Einpfropfung, das ist der Sinn des neuen Bundes, ja, damit wir in Einheit und im Licht, im Segen zusammen leben. Und wenn dann jemand, den du kennst und nicht ganz anfängt zu fluchen, das heißt, du sollst nicht fluchen, sollst segnen. Nicht mehr in derselben Maß antworten. Wie soll ich das denn bitte schön machen? Naja, ganz sicher folgendes nicht. Also wenn jemand mir flucht, egal welcher böse Nachbar das auch immer ist, dann fange ich nicht an, nach Gott segne dich. Das ist ganz schlecht, nicht? Also ich darf einen Menschen, der flucht, nicht segnen. Denn der Segen bewirkt, dass dieses Böse konserviert wird in dieser Welt. Das ist die Kraft des Segens. Also wie kann ich ihn diesen Bösen segnen? Naja, durch die Wahrheit. Ja? Du widerstehst dem Fluch. Nicht? Das, was du tust, ist böse. Wahrheit macht frei, auch dem Bösen. Naja, ich werde ihn nicht anfangen, gegen zu fluchen. Das natürlich nicht. Kein einziger Großer in unserer gesamten Geschichte hat jemals einen Fluch in den Mund genommen. Das ist gar nicht nötig. Nein, nein, der ewige Gelose, er schelte dich. So heißt es, ne? Das ist das höchste der Gefühle, das man je irgendwann mal gehört hat. Der ewige Gelose, er schelte dich, ja? Und eben er, ja, gegen denjenigen sollte man nicht angehen. Nicht? Also wenn man Angst hat, dann sollte man Angst vor Gott haben. Das nennt man Gottesfurcht. Er, der dann richtet, am Tag des jüngsten Gerichts, alles, was Odem hat, wird vor seinem Thron stehen. Irgendjemand hat gesagt, naja, Baruch meint, ja, ich meine, die Juden sind außerhalb, die können machen, was sie wollen, sie sind trotzdem gerettet. Das habe ich nie gesagt. Ja, nein, worüber ich spreche, und deswegen bist du ja eingepropft eigentlich, oder? Worüber ich spreche, dass Israel gelitten hat und die Folgen unserer Sünden getragen hat in dieser Welt. Das ist nämlich der Punkt, den ich ansprechen muss. Nicht? Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen und innerhalb dieses Bundes hat Hashem Abraham gefragt, wenn deine Kinder sündigen, soll ich sofort ahnden in dieser Welt oder soll ich warten in meiner Barmherzigkeit bis zum Tag des jüngsten Gerichts und dann von ihnen fragen? Und Abraham sagte, nö, lieber in dieser Welt, in deiner Barmherzigkeit auch, ja, aber in dieser Welt, und am Tag des jüngsten Gerichts nicht. Und Hashem sagte, okay, machen wir so. Und darum kam die Strafe über Israel in dieser Welt. Darum die Zerstörung der Tempel,
darum auch unsere Verbannung, alles, was wir erlitten haben. Wir sagen vor Gott jeden Tag und auf jeden Fall zu Yom Kippur, wir haben gesündigt. So sieht's aus. Wir haben gesündigt. Und darum, Gott ist gerecht. Er wird nicht zweimal fragen für dieselbe Sache. Also, warum sollen wir zweimal leiden? Das ist einfach Unwissenheit, diejenige. Das ist der Grund, warum man denkt, Israel muss dann ganz am jüngsten Gericht, muss ganz furchtbar leiden noch einmal. Nein, wir haben schon gelitten. Diejenigen, die nicht mit uns waren, die werden noch gucken, wo sie bleiben. Ja? Aber das bedeutet nicht, dass das ewige Tod ist. Ja, die Hölle, über die man so viel spricht, geht enorm. Ja? Eins gegenüber dem anderen hat Gott gemacht. Es gibt 7 Himmel, aber es gibt auch 7 Etagen der Hölle. Und die 7. Etage, die Unteretage, ganz tief, die 7. ganz tief. Das ist eigentlich der Ort des ewigen Todes, wo die Seele keine Beziehung zu Gott mehr hat. Sie ist also nicht etwa nicht vorhanden, die Seele, die ist vorhanden, existent, aber hat keine Beziehung zu Gott. Und das ist das ewige Leiden, das ist der 2. Tod. Aber im 6. Kreis der Hölle hat man immer noch eine Zukunft. Dort ist nämlich einer in seiner Rote Korach, so heißt das, ne? Korach. Er sitzt im 6. Kreis der Hölle und wartet, bis der Maschiach ihn von dort rausholt. Und die Schwurmelcher Maschiach ist hinabgestiegen und hat den Toten die gute Nachricht gebracht. Korach. Das ist ja. Das ist phänomenal, nicht? Wissen macht nicht frei. Wahrheit macht frei. Aber Wissen hilft, die Dinge einzuordnen. Das kann man sich orientieren, nicht? Ansonsten ist die geistige Welt ein Labyrinth, nicht? Nebulös. Was ist überhaupt geistige Welt? Nicht? Nein, alles ist möglich. Alles kann man lernen und ich lade dich ein. Erstens, lernen. Zweitens, Gottesdienst tun. Drittens, Gemeinschaft. Und dein Volk Israel, sie alle sind gerecht. Und sie werden das Land erben. In Ewigkeit. So heißt es bei Jesaja. Alle. Wie geht das? Naja, ganz einfach. Wir sind ein Volk vom Abraham bis zum letzten Israeliten. Und die Erwählten innerhalb unseres Volkes, dieser Überrest, wir, die unterm Strich, die in die Schuhe nach dem Maschiach glauben, wir sind berufen, dass wir trotz Schläge auf die rechte Backe, auf die linke Backe, und trotz aller Flüche, die wir hören, die Liebe zu unserem Bruder nicht verlieren. Und diese Liebe wird für unsere Geschwister, die an Yeshua Melech HaMashiach nicht glauben, ein Anker sein. Die Liebe unseres Herrn, die Liebe Gottes und unsere Liebe. 3 geben Zeugnis. So sieht's aus. Und das reicht. Und ich lade dich ein, genauso zu lieben. Schau nicht auf die Flüche, schau nicht auf die Schläge. Reiße dich nicht los von der Menschheit und sage nicht, dass die gleich ist, was sie sind und was mit ihnen passiert. Denn im Grunde genommen, im Verdienst der Liebe unseres Vaters und unseres Herrn und unserer Liebe, wird die gesamte Menschheit erlöst. Alle, die an Yeshua Melech HaMashiach auch leider nicht glauben, haben eine Zukunft. Tja, hat Yeshua selber gesagt, nicht wahr? Und sie werden dem Vater lästern, es wird vergeben. Und sie werden dem Sohn lästern, wird vergeben. Aber die Lästerung des Heiligen Geistes wird nicht vergeben. Die Lästerung des Heiligen Geistes, das ist die böseste Art, auf sich selbst den Fluch Gottes zu bringen. Was ist das? Erstens, es ist tatsächlich das Fluchen des Namen Gottes. Also genau das ist das Böseste, was ein Mensch machen kann. Jemand glaubt nicht an ihn in einer Sache, aber ihm fluchen in seinem Namen. Das ist tatsächlich die Lästerung des Geistes, des Heiligen Glaubens, ja, das ist böse. Aber es ist leider Gottes nicht alles. Wenn irgendjemand sagt, wenn irgendjemand lehrt, dass bei Gott es keine Vergebung gibt, und genau darin ist aber seine Größe, und deswegen hat uns Yeshua Melech HaMashiach geschickt, wenn jemand dann sagt, es gebe bei Hashem keine Vergebung, wenn man nicht glaubt an Yeshua, dann hat man praktisch aus der guten Nachricht einen Fluch gemacht. Und das ist Lästerung des Heiligen Geistes. Also es ist alles verdreht worden. Nicht allen ist es gegeben zu glauben, dass Yeshua der Maschiach ist. Und niemand kommt zum Glauben an ihn, es sei denn, es gibt eine konkrete Leitung. So wie Yeshua Melech HaMashiach gesagt hat, niemand kommt zu mir, es sei denn, mein Vater im Himmel zieht ihn. Also es gibt etwas, was wir gar nicht steuern, sondern das ist die freie Wahl Gottes.
Er entscheidet, wer der Berufene ist und wer der Erwählte. Und dann, wenn dir das nicht gegeben war oder jemandem nicht gegeben war, wofür soll bitte schön dieser Mensch sich dann verantworten? Es ist doch absolut ungerecht. Wenn dann erstens die Offenbarung nicht gegeben wurde und danach kommt auch noch der Fluch. Also ohne Wahl, ab in die Hölle. Das soll Gerechtigkeit sein. Nee, ne? Das meine ich. Warum? Es gehört wiederhergestellt. Die gute Nachricht und eben die Bedeutung von dem Fluch, aber eben auch vom Segen. Und Yeshua Melech HaMashiach ist Fleisch gewordener Segen. Alle Verheißungen des Guten sind Fleisch geworden, Wirklichkeit geworden. Das ist der Grund, warum aller Segen durch ihn kommt und alle, die in ihm und mit ihm zusammen sind und ihm nachfolgen, empfangen den Segen von dem hohen Priester und König in Ewigkeit. Ich lade euch ein, kommt zu Yom Kippur, zu uns in die Synagoge, in die Lessingstraße 10, in 10555 Berlin im Tiergarten, feiern wir zusammen Yom Kippur und bekommt den Segen vom Himmel und auf Erden. Und auf Erden sind es immer noch die Kohanim, die Priester, die Nachkommen Aarons, die den Segen sprechen. Im Namen von Yeshua Melech HaMashiach. So sieht's aus. Darum Gottes Segen über uns alle, ewiges Leben, viel Liebe, Gelassenheit und Ruhe. Möge Yeshua Melech HaMashiach noch heute kommen. Tudarabalachem. Bis bald.